Umgang mit Problemen. Trotz guter Planung können während des Tauchgangs Probleme auftauchen, auf die man angemessen reagieren muss. Mit zunehmender Erfahrung wirst du später schon vor dem Auftreten eines Problems erkennen, dass etwas schief läuft. Im Moment reicht es aber völlig, wenn du weißt, wie man sich am besten bei welchem Problem verhält. Das Wichtigste: Stoppe, atme tief durch und denke, wie ist das Problem zu lösen? Handle erst, wenn du das weißt. Jedes auch nur so banal beginnende Problem kann sich bei einer falschen Reaktion schnell zu einem Notfall entwickeln. Bewahre auf jeden Fall Ruhe. Panik ist der schlimmste Feind jedes Tauchers. Lass uns dazu einige kleine Probleme anschauen und wie man sie richtig löst. Eine vollgelaufene Maske kann man leicht durch Ausblasen leeren. Geht sie allerdings verloren oder sie ist so beschädigt, dass sie nicht mehr benutzbar ist, musst du ohne Maske auftauchen. Achte auf die Akustikalarme deines Tauchcomputers und lasse dir von deinem Buddy beim Auftauchen helfen. Auch ein abgerissener Flossenriemen ist ein einfach zu lösendes Problem. Man kann auch mit nur einer Flosse schwimmen und dein PSS-Instructor wird dir zeigen, wie das geht. Beim Tarier-Jacket können zwei mögliche Probleme auftreten. Das Jacket lässt sich nicht über den Inflator-Knopf füllen. Blase es einfach mit dem Mund auf. Das Jacket bläst sich selbst auf. Trenne einfach den Schlauch vom automatischen Inflator-Kopf, um das Problem zu lösen. Es ist einfach, Probleme mit der Ausrüstung zu vermeiden. Stelle sicher, dass deine Ausrüstung regelmäßig gewartet wird und überprüfe sie sorgfältig vor jedem Tauchgang. Bei Kurzatmigkeit lege eine kurze Pause ein und atme tief durch. Scheue dich nicht, um Hilfe zu bitten, wenn du sie benötigst. Wenn dir schwindelig wird oder du dich nicht mehr richtig orientieren kannst, folge einfach den Luftblasen, die ja immer nach oben steigen. Falls du einmal von deinem Buddy getrennt wirst, such ihn eine Minute unter Wasser. Findest du ihn nicht, tauche auf. Diese Vorgehensweise ist immer zu befolgen, sofern die für den Tauchgang verantwortliche Person keine anderen Anweisungen gegeben hat. Wann immer du beim Tauchen mit unerwarteten Problemen konfrontiert bist, handle immer nach der Regel: Stoppen, atmen, denken, handeln. Wenn du dich in Angelleinen oder Netzen verfängst, nützt hektisches Bewegen nichts. Mache deinen Tauchpartner darauf aufmerksam. Er kann dich in wenigen Augenblicken befreien. Sicheres Tauchen bedeutet auch, mit grundlegenden Kenntnissen in Erste Hilfe und Rettungstechniken vertraut zu sein. So wirst du in der Lage sein, deinem Tauchpartner aus Schwierigkeiten zu helfen. Und im Notfall kannst du sogar Erste Hilfe leisten. Jede Person, ob Taucher oder Nichttaucher, sollte einen speziellen Kurs für Erste Hilfe und Herz-Lungen-Wiederbelebung besuchen, wie zum Beispiel den durch die Notfallabteilung der jeweiligen PSS-Organisation angebotenen Kurs Erste Hilfe HLW.